mehr so um nachhaltige Agrarproduktion und nachhaltigen Lebensmittelkonsum geht. Schön, dass Sie wieder so zahlreich dabei sind. Und ich glaube, wir haben heute auch ein ganz besonders interessantes Kapitel, das wir aufschlagen können, wobei wir jetzt zur Ringvorlesung sowieso noch einmal einen ganz großen Spagat loslegen. Dazu sage ich auch gleich etwas in Vorbereitung unseres heutigen Referenten. Vorher, wie ich es auf gar keinen Fall vergesse, möchte ich aber noch das Notwendige an Terminen mitteilen. Morgen Abend geht es im Prinzip weiter. Zwar außerhalb der Ringvorlesung im engeren Sinne, aber das geografische Kolloquium. Dann im eigentlich angestammten Hörsaal 4 um 18.15 Uhr hat ja auch ein lebensmittelbezogenes Thema. Und dann könnten sich auch etliche von denen, die heute da sind, auch angesprochen fühlen, es geht um Schulverpflegung. Bio in der Schulverpflegung ist das Thema. Ob ja, wenn nein, warum nicht und vielleicht doch, darum soll es gehen. Das ist ein ziemlich kontroverses Thema zwischen Eltern, Schülern, Lehrerschaft, letztendlich Schulträgern. Und ein Absolvent der Nachhaltigkeitswissenschaften, der wird morgen um 18.15 Uhr dazu berichten. Und in Verwandtschaft zu dieser Ringvorlesung wollte ich nochmal ganz gerne darauf hinweisen, dass es dann gewissermaßen eine lokale Fokussierung dieses Themas ist. Ich soll ferner darauf hinweisen, dass am Freitag dieser Woche durch die Stiftung Leben und Umwelt, die diese Ringvorlesung mitträgt, eine Vernissage, also eine Fotoausstellung im Wasserturm stattfindet. Am Freitag ab 19.30 Uhr und zwar zu einem auch aktuellen, wenn auch nicht agrarbezogenen Thema. Es geht nämlich um zivilen Ungehorsam in Osteuropa, von der Kultur des Widerstandes. Das ist zurzeit eben, ich denke an Ungarn oder jetzt eben auch Polen, hinsichtlich der Entwicklung der Zivilgesellschaften ein ganz aktuelles, auch brennend heißes Thema. Und wenn unser einen hier vielleicht die Flüchtlingsproblematik gerade ein bisschen mehr drückt, sollte unser Augenmerk auch in diese Richtung gerichtet sein. Ja, soweit zu den nächstliegenden Terminen, sicherheitshalber gleich zu Beginn verlautbart. Zum Inhalt des heutigen Abends. Wir machen nochmal einen großen Spagat, gewissermaßen von heute auf morgen und übrigens dann auch zum nächsten Mal in dieser Ringvorlesung. Heute erschließen wir die globale Perspektive. Bisher, ich muss es ja gestehen, Herr Rabanza, haben wir uns so ein bisschen an unserem eigenen Sumpf bewegt. Es ging um Agrarwirtschaft und unseren Lebensmittelkonsum in Deutschland und auch in Europa. Ja, und hier und da haben wir auch mal den Blick ein bisschen weiter gespannt in die globale Perspektive hinein. Aber so richtig gedanklich vorgedrungen sind wir in die Verhältnisse anderer Kontinente nicht. Das müssen wir uns eingestehen. Das wollen wir heute Abend leisten mit Ihrer Hilfe, Herr Boniface Mabanza von der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika aus Heidelberg. Von weit her, also aus dem anderen Ende der Republik, zu uns gekommen und wird uns nun diese globalisierte Perspektive eröffnen. Und danach, also morgen und auch in der nächsten Woche, werden wir genau ins Gegenteil zurückschlagen. Also die lokalsten Perspektiven, die man in der Agrarwirtschaft überhaupt einnehmen kann, werden wir dann betrachten. Dann geht es zum Beispiel um Landwirtschaft in der Stadt, also Urban Gardening. Genau die andere Perspektive. Zum Schluss der Ringvorlesung, also nochmal dieser Riesenspagat. Und heute beginnen wir mit der globalen Sichtweise. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, Herr Mabanza, denn ich glaube, Sie werden uns eine ganze Menge von Perspektiven nahebringen, die sich uns noch nicht erschlossen haben. Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Begrüßung und vor allem vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein heute. Ich muss auch gestehen, ich bin sehr oft durch Lüneburg gefahren, auf dem Weg nach Bremen oder zu anderen Orten im Norden.
richtig wahrgenommen hatte ich Lüneburg bis jetzt nicht. Und heute bekomme ich die Gelegenheit, und von dem, was ich gesehen habe, zumindest vom Bahnhof zu meinem Hotel und vom Hotel, bis hierhin, ich muss sagen, es gibt nicht nur Heidelberg als schöne Stadt in Deutschland. Ich möchte Sie für ein paar Minuten in die Region einführen, zu der ich arbeite, aus der ich stamme auch ursprünglich, und wie Sie das an den Flaggen erkennen können, werde ich mich hauptsächlich mit drei Ländern aus dieser Region auseinandersetzen. Das ist Südafrika, das ist Sambia und das ist Zimbabwe. Aber wenn es vom südlichen Afrika die Rede ist, eigentlich sind 15 Länder gemeint, die Teil dessen sind, was man Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika nennt, SADC, von der Demokratischen Republik Kongo und Tansania bis Südafrika und dazu noch die Inselstaaten des Indischen Ozeans. Das ist das, was man südliches Afrika nennt, aber aufgrund der Zeit und der Notwendigkeit der Fokussierung würde ich nicht auf all diese Länder eingehen können. Und was ich vorhabe mit Ihnen heute Abend ist, zu einem ein paar Sätze zu Landfrage zu verlieren, mit einem Überblick mit der Problematik, worum es geht in der Landfrage in dieser Region und besonders in diesen drei Ländern. Und dann würde ich in einem zweiten Schritt auf eine ganz aktuelle Problematik eingehen, der Konflikt Agrobusiness Kleinbauertum. Das ist klassisch, nicht nur in Afrika, aber das ist besonders akut in dieser Region, auch aufgrund der Geschichte. Und zum Schluss würde ich in meinem Fazit ein bisschen reflektieren, was die Zukunft der Landwirtschaft für diese Region und darüber hinaus für Afrika insgesamt sein kann. Vielleicht um die Problematik der Landfrage in dieser Region zu verstehen, ist es wichtig, auch sich die Geschichte dieser Region insgesamt zu vergegenwärtigen. Um mit Südafrika zu beginnen, es ist wichtig daran zu erinnern, dass das Land 500 Jahre Kolonialgeschichte hinter sich hat. Wichtig vor allem ist das, was 1948 passiert ist, als das Regime damals auch inspiriert durch das, was in Deutschland passiert war, mit den Nationalsozialisten, ein rassistisches System eingeführt hat, was man Apartheid genannt hat. Ein Regime der trennenden Entwicklung, der getrennten Entwicklung. Aber diese Geschichte versteht man auch nicht ganz so richtig, wenn man nicht auf das Jahr 1912 zurückgeht. 1912 ist in der Geschichte von Südafrika zentral, weil in diesem Jahr ein Gesetz erlassen wurde, Native Land Act wurde das genannt, aber das ist schon Ironie, das Native Land Act zu nennen. Weil Ziel dieses Gesetzes war, die Mehrheitsbevölkerung in Südafrika zu enteignen und ab dann zu verhindern, dass sie Zugang zu Land hat, dass sie Land kaufen kann und Land bewirtschaften kann. Und dieses Gesetz ist es, was auch zur Gründung des African National Congress geführt hat. Kolonialismus existierte schon, aber ab dem Moment, wo das Regime angefangen hatte, die Bevölkerung zu enteignen, hat dann die schwarze Elite von damals beschlossen, eine politische Partei zu gründen, um alle Organisationen, die bis dahin existierten, zusammenzuführen, um für Land zu kämpfen.
Deswegen ist Land in dieser Region so wichtig. Und in dieser Zeit, in der sich das Apartheid-Regime etabliert hat, ausgebreitet hat, haben die Widerstandsbewegungen die Mobilisierung der Landbevölkerung, der Landleute mit dem Argument Land betrieben. Wir wollen kämpfen, das Unrechtsregime bekämpfen, weil wir unser Land zurückbekommen wollen. So kam es im Laufe der Geschichte zu diesem großen Widerstand in Südafrika. Ein Widerstand, der sich in den 80er Jahren radikalisiert hat. Eine Radikalisierung, die so weit ging, dass Ende der 80er das Land nicht mehr regierbar war. Was das Apartheidsregime auch dazu geführt hat, einer der größten Führer der Befreiungsbewegungen, Nelson Mandela, freizulassen. Und die Freilassung hat eine Übergangszeit in Gang gesetzt, bis zu den demokratischen Wahlen, die 1994 stattgefunden haben. Mittlerweile haben wir, ja, würde man sagen, 22 Jahre Demokratie, ein bisschen mehr seit der Abschaffung der politischen Apartheid. Und diese große Frage, die sich herauskristallisiert hat im Blick auf Land, sie bleibt ungelöst. Nelson Mandela hat sie nicht lösen können. Sein direkter Nachfolger, Thabo Mbeki, in der Mitte, konnte das nicht. Und der aktuelle Präsident hat auch nach wie vor mit dem gleichen Problem im Blick auf die Landfrage zu kämpfen. Und zwar, das große Versprechen der Befreiungsbewegungen war, Land wieder zu erobern. Und als der African National Congress an die Macht kam, 1994, hatte er sich zum Ziel gesetzt, in den ersten 15 Jahren seiner Regierungsamtszeit 30% Land an die Mehrheitsbevölkerung zu verteilen. Bis jetzt sind es ungefähr 3-4%, die umverteilt worden sind. Das heißt, diese Herausforderung steht noch bevor. Und Menschen, die immer wieder auf der Straße sind, sie haben das Problem immer noch im Blick. Deswegen habe ich auch diese Überschrift gewählt für diesen Vortrag. Our Land, Our Life, Our Future. Das ist auch der Titel einer Ausstellung, die wir entwickelt haben. Und ich habe ein paar Kataloge zu dieser Ausstellung mitgebracht, die liegen hinten vor, die liegen hinten aus. Wer daran interessiert ist, kann ein Exemplar mitnehmen. Wie bereits erwähnt, diese Herausforderung Land findet den Ursprung in der Apartheidzeit mit der Enteignung und mit der quasi Versklavung der, vor allem der Landbevölkerung, die auf den Farmen gearbeitet hat. Bis heute ist die gleiche Problematik gegeben. Ich erinnere daran, und das Bild in der Mitte zeigt das, dass das Apartheid-Regime in Südafrika zu Fall gebracht wurde, zumindest in der politischen Dimension, in der ökonomischen Dimension ist das nach wie vor da. Es wurde zu Fall gebracht, weil es auch eine große Mobilisierung auf internationaler Ebene gab. Und die große Mobilisierung fand auch Einklang in Deutschland. Es gab diese große Kampagne in den 80er Jahren, kauft keine Früchte aus Südafrika. Und diese Kampagne war darauf zurückzuführen, dass Menschen in Deutschland damals schon, in den 80ern, wahrgenommen haben, dass diese leckeren Früchte aus Südafrika, die wir alle schätzen, dass sie unter sklavenähnlichen Bedingungen produziert wurden. Und diese Problematik ist nach wie vor da. Was dazu führt, dass in den Landschaften von Westkap, das ist
südlichste Provinz Südafrika, an der Atlantikküste und am Indischen Ozean. Wunderschöne Landschaften, sie sehen paradiesisch aus. Und dort ist es 2012 zu einer Revolte, zu einem Streik der Farmarbeiter gekommen. Sie protestierten gegen ihre Lebensbedingungen. Sie protestierten gegen die Tatsache, dass sie von den Früchten der politischen Befreiung Südafrikas nicht haben. Sie protestierten dagegen, dass sie ihr Leben nicht selbst gestalten können. Sie leben in einem System, in dem man davon ausgeht, dass sie als Landbevölkerung Arbeit aufnehmen müssen bei den Grundbesitzern, den Großfarmern. Aber das Problem ist, dass mit dem Gehalt, das sie bekommen, dass sie nicht in der Lage sind, sich auf dem Markt Nahrungsmittel zu leisten, weil ihre Gehälter viel zu niedrig sind. Das ist eine Problematik, die präsent ist in Südafrika und das kennen wir auch aus anderen afrikanischen Ländern, aber auch über Afrika hinaus, dass die meisten Menschen, die unter Armut und Hunger leiden, genau diejenigen sind, die auf dem Land leben und eigentlich direkt Zugang zum Land haben. Aber im Fall von Südafrika ist das so, dass diese Landbevölkerung einfach die Arbeit verrichtet, die die Großfarmer von ihnen verlangen. Sie bekommen niedrige Gehälter und sie haben nicht das Recht, für sich zu produzieren, weil sie gar kein Land haben. Sie arbeiten auf solchen Farmen, wo zum Beispiel Wein produziert wird für den Export. Sie sehen, alles paradiesisch. Aber für die Menschen, die dort leben, sind die Verhältnisse alles andere als menschlich. Damit würde ich das bei Südafrika belassen, um auf Sambia überzugehen. Sambia ist ein interessantes Beispiel, weil das einen kleinen Kontrast darstellt zu Südafrika im Blick auf Landpolitik. In Südafrika ist das so, dass nach wie vor ein paar tausende weiße Farmer die größten landwirtschaftlich nutzbaren Flächen kontrollieren. Eine Ungerechtigkeit aus der Geschichte, sie ist immer noch da. Sambia ist ein anderer Fall. Weil in den 70er Jahren schon Maßnahmen eingeleitet wurden, um einige Erblasten der Kolonialzeit zu überwinden. Der erste Präsident von Sambia, Kenneth Kaunda, hat in den 70er Jahren, in einer Zeit, in der eigentlich kalter Krieg herrschte und Maßnahmen wie Verstaatlichung von Land unpopulär waren, weil sie vor allem vom kapitalistischen Block nicht toleriert wurden. Aber Kenneth Kaunda hat es gewagt, in den 70er Jahren Land zu verstaatlichen in Sambia. Aber diese Maßnahme wurde auch toleriert, weil er einen Kompromiss auch gefunden hatte. Sambia ist ein bisschen wie Zimbabwe, eine Siedlerkolonie. Da ist ja ein Land, wo nach wie vor noch viele weiße Farmer leben. Vor allem aus Großbritannien, aus England. Der Kompromiss war, dass diese weißen Farmer nicht vertrieben wurden. Ihnen wurden langfristige Pachtverträge gewährt. Und damit sind sie im Land geblieben und damit konnte er auch sozusagen Großbritannien und die anderen Länder des
des Blocks beruhige. Aber was passiert ist, ist, dass auch Sambia in den 80er Jahren Strukturanpassungsmaßnahmen durchgeführt hat, die von der Weltbank und vom Internationalen Währungsfonds konzipiert wurden. Und Kern dieser Strukturanpassungsprogramme waren Liberalisierung, Privatisierung der Staatsbetriebe, aber das betraf auch die Landwirtschaft. Kaunda, der erste Präsident von Sambia, hat versucht, gegen die Privatisierung, Liberalisierung in der Landwirtschaft Widerstand zu leisten, und es ist auch gelungen bis Mitte, bis Ende der 80er Jahre. Dann kam die Demokratisierungswelle durch den afrikanischen Kontinent nach dem Fall der Berliner Mauer und wurde abgewählt als Präsident, und sein Nachfolger hat sich diesen Strukturanpassungsprogrammen verschrieben, und 1992 hat er angefangen mit einer Bodenreform. Die Folge dieser Bodenreform ist, dass Sambia heute mit einem der schrecklichsten Phänomene konfrontiert wird, was auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet, Land Grabbing. Das lange Zeit war so, im Zuge dieser Verstaatlichung der 70er Jahre, dass Besitz von Land bei Privataktoren nicht möglich war. Diese Bodenreform wurde der Weg frei gemacht für den Zugriff von Privataktoren auf Land. Das bewirkt, dass viele Menschen, die vom Land leben, im Land, und da sind unglaublich viele. Sambia hat ungefähr 14 Millionen Einwohner. Und davon arbeiten 80% in der Landwirtschaft. 80% arbeiten in der Landwirtschaft. Das ist enorm. Im Vergleich, der Bergbausektor beschäftigt nur 8% der Menschen in Sambia. Aber der Beitrag der beiden Sektoren, Agrarsektor und Bergbau, ist ungefähr 20% zum Bruttoinlandsprodukt. Aber was dieser Zugriff der Privataktoren, der neuen Investoren, wie man sie nennt, bewirkt für die Menschen, ist, dass der Druck immer stärker wird für sie. Sie verlieren ihr Land, sie werden vertrieben, weil sie keinen Besitztitel haben, weil der Staat einfach für die Flächen, die sie bis jetzt benutzt haben, Projekte zulässt, genehmigt, die angeblich für das Land ertragreiche Vorteile sein sollen. Die Landwirtschaft beschäftigt deswegen so viele Menschen, weil viele Menschen nach wie vor auf dem Land leben, und sie leben sozusagen vom Zugang zu Land, wo sie Gemüse anbauen, Mais, was für das die gesamte Region des südlichen Afrika die Hauptquelle von Kohlenhydrat ist. Land ist auch eine große Quelle von Energie, die man da sehen kann. Und es gibt eine vielfache Nutzung, und aufgrund dieser vielfachen Nutzung brauchen die Menschen sehr, sehr große, breite Flächen. Und das wird immer knapper, weil die Privatakteure, die dahin gehen, sie wollen auch Zugriff auf diese Flächen haben, um zum Beispiel Trofa zu produzieren für Biosprit. Sie wollen Palmöl produzieren.
Und es ist sehr, sehr interessant, wenn man sich auf die Akteurlandschaft schaut, wer sich alles im Sambia tummelt, im Landbereich. Da sind Akteure, von denen man auch nicht annehmen würde, dass sie in der Landwirtschaft aktiv sind. Banken, Versicherungen, aber auch Konzerne wie Ferrostahl zum Beispiel. Wir selbst haben eine Studie durchgeführt, weil wir gehört hatten von einer Partnerorganisation aus Sambia, dass Ferrostahl vorhatte, oder nicht vorhatte, die hatten schon Land gekauft in Sambia und wollten ja Trofa produzieren. Wir sind dahin gegangen, wir haben mit Menschen, die in dieser Region leben, gesprochen und Untersuchungen gemacht. Der Druck wurde noch gewisse Zeit zu groß für Ferrostahl, sie haben sich zurückgezogen. Aber die Auswirkungen waren schon da. Menschen, die auf dieser Fläche lebten, wurden vertrieben, sie hatten ihre Lebensgrundlagen einfach verloren. Und diese Studie haben wir auch veröffentlicht, das heißt Land ist Leben, Landrechte in Sambia. Es ist mittlerweile nur noch digital verfügbar, kann man ja auf unserer Homepage nachgelesen werden. Was auch an Problematik der Zukunft dieser großen Akteure mit sich bringt, ist, dass sie zwar interessiert sind an Land, für das, was sie produzieren, aber das große Problem ist auch, dass sozusagen Kern der Problematik der Zugang zu Wasser ist. Und dass sie die besten Zugänge zu der Regierung haben und zu den Stellen, die über Landvergabe entscheiden, können sie sehr leicht, sie schaffen es leichter, genau Ländereien zu bekommen, die auch diese wertvolle Ressource Wasser haben. Und sobald sie diese Ländereien besetzt haben, ist es schwierig für die Landbevölkerung Zugang zu Wasser zu bekommen. Das heißt auch, das, was sie für den Alltag anbauen, wie Gemüse oder Mais oder Soja, es wird immer schwieriger. Damit komme ich zu Simbabwe. Mit Blick auf die Problematik der Landfrage ist Simbabwe auch ein anderes Modell als Sambia oder Südafrika. Gemeinsam mit Südafrika hat Simbabwe die Tatsache, dass beide Länder hinter sich ein Apartheidsregime haben. Aber Simbabwe, anders als Südafrika, hat es früher geschafft, unabhängig zu werden, schon in den 80er Jahren. Und bei der Unabhängigkeit von Simbabwe hat die Landfrage auch eine zentrale Rolle gespielt. Und zwar Teil des Kompromisses zwischen Simbabwe und Großbritannien war, dass Großbritannien in den ersten 5 Jahren der Unabhängigkeit Simbabwes finanzielle Unterstützung leistet, was Simbabwe in die Lage bringt, Land aufzukaufen bei den weißen Farmern, um es an die schwarze Bevölkerungsmehrheit zu verteilen. Wie in Südafrika war es auch in Zimbabwe vor der Landreform so, dass weniger als 10% der Bevölkerung, die weiße Bevölkerung, mehr als 80% des Landes kontrollierte. Diese finanzielle Unterstützung kam nicht. Und in den Ende der 80er Jahre schon, genau als Nelson Mandela entlassen wurde aus dem Gefängnis in Südafrika, hatte das Mugabe-Regime die Idee gehabt, eine Landreform durchzuführen.
Damals war Nelson Mandela derjenige, der nach Zimbabwe gegangen war, um Mugabe zu überzeugen, das nicht zu tun. Und zwar mit dem Argument, wenn Zimbabwe eine Landreform durchführen würde, Anfang der 90er, Ende der 80er, dann würde das den gesamten politischen Prozess in Südafrika in Schwierigkeiten bringen. Südafrika hat ja eine 4 Jahre Übergangszeit gehabt, 4 Jahre, die schwierig waren, weil es weiße nationalistische Gruppen gab, die einen Krieg anzetteln wollten, um die Veränderung zu verhindern. Und daran hat er auch angespielt, indem er sagte, wenn ihr jetzt eine Landreform durchführt, dann ist es mit unserer Unabhängigkeit auch vorbei. Das hat ein bisschen Zeit gebracht. Dann passierte etwas in Zimbabwe, und zwar die Tatsache, dass die Regierungspartei, ZANU-PF, immer mehr an Unterstützung verloren hat, weil die wirtschaftliche Situation im Land immer schwieriger wurde. Was auch aus der Landwirtschaft kam, weil viele Menschen, die in der Landwirtschaft leben, in Schwierigkeiten gerieten, weil die klimatischen Bedingungen immer schwieriger wurden. Und um wieder Unterstützung zu bekommen, vor allem von der Landbevölkerung, hat dann das Mugabe-Regime beschlossen, 2000 eine Landreform durchzuführen, fast Quäkel-Landreform hat man sie genannt. Eine Landreform, die politisch notwendig war, und zwar hinfällig seit sehr, sehr langer Zeit, aber die dann politisiert wurde, um Stimmen zu gewinnen. Was dazu führt, dass nicht nur Menschen Land bekommen haben, die es tatsächlich brauchen oder tatsächlich die Kapazitäten haben, mit Land umzugehen und für das Land zu produzieren, um zum Bruttoinlandsprodukt beizutragen, sondern auch viele, die Land einfach als Prestigeobjekt bekommen wollen. Zum Beispiel die Mitglieder der Regierungspartei. Und die Konsequenz dieser Fast-Track-Land-Reform in Zimbabwe ist, dass viele der ehemaligen weißen Farmer das Land verlassen haben. Sie haben dann Zuflucht gefunden in Sambia, in Mosambik, in Nigeria, einige sind auch in Südafrika, in Australien. Und die Konsequenz ist natürlich, dass die Produktion des Landes sehr, sehr stark darunter gelitten hat. Was man hier gut erkennen kann, dass viele Regionen Zimbabwes mittlerweile unter Nahrungsmittelinstabilität leiden, weil die Produktion deutlich gesunken ist. Dieses Bild hier ist sehr, sehr plakativ, sogar ein bisschen provokativ. Es soll zeigen, dass sich die Verhältnisse umgekehrt haben. Die Farmer in Sambia, sie prosperieren jetzt, sie produzieren sehr viel. Man sieht einen Traktor mit sehr viel Nahrungsmittel drauf. In Zimbabwe auf den Farmen sieht man Limousinen und keine Produktion. Das ist sehr, sehr plakativ, aber das will ein bisschen zeigen, was passiert ist mit der Auswanderung der ehemaligen Farmer. Was wichtig ist im Blick auf die Beurteilung der Landreform in Zimbabwe, weil das sehr, sehr stark kommentiert wird international und sehr auch kontrovers diskutiert wird, was damit zu tun hat, dass
Mugabe sozusagen weiße Farmer angegriffen hat. Und das hat in Europa natürlich zu einer großen Mobilisierung geführt. Wichtig ist zu erwähnen, dass die Landreform in Zimbabwe sehr, sehr differenziert zu sehen ist, weil es diese Landreform ermöglicht hat, dass sehr viele kleine Produzentinnen und Produzenten Zugang zu Land bekommen haben. Und sie sind heute in der Lage, für sich selbst zu sorgen und darüber hinaus auch für den Markt zu produzieren. Aber wichtig auch zu erwähnen, ist, dass nicht nur die Landreform an sich sozusagen verantwortlich ist für die Entwicklung der Landwirtschaft in Zimbabwe, wie Sie jetzt kennen, sondern es auch viele andere Faktoren gibt, die es zu berücksichtigen gilt, unter anderem die klimatischen Bedingungen, die schon dazu geführt hatten, dass viele ehemalige, viele weiße Farmer, als sie noch in Zimbabwe waren, die waren schon dabei, ihre Farmen umzustellen von der Produktion von Nahrungsmitteln, von Tabak oder Baumwolle auf Gemfarmen. Sozusagen eine Umorientierung Richtung Tourismus, weil sie mit klimatischen Bedingungen nicht mehr klar kamen. Und in der Beurteilung der neuen Farmerinnen, die überwiegend kleine Produzentinnen sind, gilt auch zu berücksichtigen, dass sie in der Regel nicht das Know-how haben, was die alten Farmer hatten, auch nicht die finanzielle Unterstützung. Sie hatten keinen Zugang zu Banken, zu Finanzen, wie das der Fall war mit den alten Farmern. Professor Petz hat in der Einführung Urban Gardening erwähnt. Das ist auch vielleicht eine Brücke. Aufgrund der Tatsache, dass in Ländern wie Zimbabwe, aber auch Sambia, Südafrika, der Druck auch groß ist im Blick auf Zugang zu Land. Viele Menschen, die gerne Zugang zu Land hätten, haben es nicht. Wird auch in den Großstädten jede Fläche genutzt, die einfach brach liegt, um Nahrungsmittel zu produzieren. Man sieht da Gemüseanbau, aber auch Maisanbau, das mitten in Harare, an einem Ort, wo eigentlich die Stadtverwaltung mit diesem Plakat da verhindern will, dass irgendjemand etwas macht. Aber die Menschen stehen so unter Druck, sie haben mit der Wirtschaftskrise in Zimbabwe ihre Lebensgrundlagen verloren und alles, was sie wollen, ist irgendwie eine Möglichkeit zu finden, für sich etwas zu produzieren. Und damit möchte ich zum zweiten Aspekt meines Vortrags kommen, und das ist auch die Brücke zu dieser letzten Folie, Ernährung und Ernährungssouveränität. Und zwar diese Problematik möchte ich behandeln im Zusammenhang mit der Problematik der gentechnisch modifizierten Pflanzen in der Region. Südafrika, ich gehe für diese Problematik ein, weil Südafrika eine traurige Vorreiterrolle übernommen hat in dem Bereich. Südafrika war das erste afrikanische Land, was Genehmigungen für den kommerziellen Anbau von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen erlassen hat. Das war 1997. Und dieses Gesetz hat ermöglicht, dass Monsanto zwei der größten Saatgutunternehmen von Südafrika gekauft hat und verbunden mit der großen Werbung, die sie gemacht hat, die das Unternehmen gemacht hat, über den revolutionären Charakter
seine Technologie, ist mittlerweile Monsanto in Südafrika sehr, sehr erfolgreich unterwegs. So erfolgreich, dass in der kommerziellen Produktion sind ungefähr 77% der Maismengen, die in Südafrika produziert werden, gentechnisch verändert. 77%. Bei Baumwolle 100% mittlerweile und bei Soja 98%. Diese Entwicklung hat natürlich viele zivilgesellschaftliche Organisationen mobilisiert, als sie registriert haben, dass diese großen der grünen Technologie, wie man ironisch sagt, unterwegs waren in ihrer Region. Und sie haben es mit Kampagnen geschafft, mittlerweile in Südafrika zum Beispiel eine Kennzeichnung für gentechnisch modifizierte Produkte durchzusetzen. Aber was sie nicht verhindern konnten, ist, dass diese Russen einfach unterwegs sind und die Ziele, die sie verfolgen, stehen im eklatanten Widerspruch zu den Zielen der Mehrheit der Menschen, die auf dem Land arbeiten oder vom Land leben wollen. Sie befördern Monokulturen, sie befördern den Einsatz von Düngern, die sie selbst produzieren, und sie befördern den Einsatz von neuen Technologien, genau wie Gentechnik. Und alle Farmer, oder um das ein bisschen zu relativieren, die meisten Farmer, die gentechnisch veränderte Pflanzen in Südafrika adoptiert haben, sie enden mit Schulden. Was dazu führt, dass es eine große Bewegung gibt von sozialen Bewegungen und von kleinen Organisationen, die sehr, sehr stark daran arbeiten, die Regierung von Südafrika zu überzeugen, diese Genehmigungen, die sie an diesen Unternehmen erteilt hat, zurückzuziehen. Zumal viele Studien, die in den letzten Jahren durchgeführt worden sind, den revolutionären Charakter dieser Technologie in Frage gestellt haben. Als zum Beispiel festgestellt wurde, dass viele Pestizide, die eingesetzt werden, mittlerweile zu Resistenzen geführt haben. Dass viele Insekten, die auf den Feldern leben, sich daran gewöhnen, dass diese Pestizide da sind, sodass alles, was man da ausgibt an Geld, um diese Technologie zu kaufen, letztendlich nicht bringt. Viele der Menschen, die für diese Veränderungen oder für das Ende dieser Genehmigungen kämpfen, sie tun das deswegen, weil, wie ich am Anfang zeigte, die Problematik in dieser Region ist, dass das Ziel der Verteilung von Land nach wie vor verfolgt wird von den meisten Menschen, weil Land immer noch monopolisiert wird von einer ganz kleinen Gruppe. Und viele dieser kleinen Organisationen, dieser kleinen Produzentinnen, sie sehen schon die Gefahr sozusagen, wenn diese Unternehmen es schaffen würden, das, was sie an Technologie propagieren, an alle zu bringen, die bis jetzt mit traditionellem Saatgut unterwegs sind.
Und sie argumentieren auch, dass zum Beispiel die Nutzung von Gentechnik für die Produktion von Mais für Südafrika bis jetzt nicht das Ergebnis gebracht hat, was sich Monsanto und die Regierung versprochen hatten. Und zwar die Produktion oder die Zahlen der letzten Jahre zeigen, dass Südafrika mittlerweile einen Überschuss an Mais produziert. Aber der Preis von Mais ist in den letzten Jahren um 84% gestiegen. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit dessen, was Monsanto, aber auch die südafrikanische Regierung, die die Genehmigungen erteilt hat, diese Wirtschaftlichkeit, sie ist gar nicht gegeben. Deswegen gibt es ausgehend vom südlichen Afrika eine große Bewegung, die mittlerweile sich auf andere afrikanische Länder ausbreitet, um Regierungen zu warnen. Und zwar vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Monsanto Südafrika als Eingangstür genutzt hat für den gesamten Kontinent. Und mittlerweile breitet sich Monsanto und seine Technologie in anderen Ländern. Es gibt, um auf unsere zwei, drei Beispiele hier zurückzugehen, ausgehend von Südafrika, Zimbabwe, was bis jetzt es geschafft hat, zu sagen, Anbau von gentechnisch modifizierten Pflanzen wird es in Zimbabwe nicht geben. Das ist eine Entscheidung der Regierung, die ist auch so geblieben. Trotz der Krise argumentiert die zimbabwische Regierung, dass die Ankurbelung der Produktion durch